Das ist Jan. Jan war letztens mit seiner neuen Trendy Cap unterwegs. Aber als er vor die Haustür ging, kam ein fetter Windstoß. Der hat seine stylische Kappe einfach weggeweht. Das hat Jan natürlich aufgeregt. Die Cap war ja neu. Aber dann dachte er sich, Augenblick mal, wo kommt so ein Windstoß eigentlich her und was ist Wind überhaupt? Darum soll es in diesem Video gehen. Also haltet eure Mützen fest, es kann stürmisch werden. Okay, los geht's. Um den Wind verstehen zu können, schauen wir uns erstmal Jan an. Gut aussehender Typ, aber darum geht's jetzt nicht. Wir interessieren uns für die Luft über Jan. Stellt euch vor, über Jan steht eine riesige Säule aus Luft. Die Säule ist viele Kilometer hoch. Es lastet also ein ganz schönes Luftgewicht auf Jan. Das Gewicht dieser Luftsäule drückt jetzt von oben auf Jan drauf. Dieser Druck ist der Luftdruck. Der Luftdruck unter normalen Bedingungen beträgt etwa 10 Tonnen pro Quadratmeter. Oder in der Einheit der Wetterforscher 1013 Hektopascal. Der Druck beträgt also normalerweise 10 Tonnen pro Quadratmeter. Das heißt, es lasten auf jedem Quadratmeter Oberfläche 10 Tonnen Luft. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und die Körperoberfläche von Jan gemessen. Das war ein ziemliches Geraffel. Wir sind dann aber auf 2 Quadratmeter gekommen. Wenn jetzt auf einem Quadratmeter 10 Tonnen lasten, dann lastet auf Jans 2 Quadratmetern das Doppelte, also 20 Tonnen. Lecco mio, 20 Tonnen, das ist das Gewicht von 10 schweren Autos. Auf Jan lastet also das Gewicht von 10 Karren. Gut, wegen des Luftdrucks lastet also ein Riesengewicht auf Jan. Aber jetzt aufgepasst, jetzt kommt der Clou. Der Luftdruck kann sich auch verändern, und zwar durch eine Veränderung der Temperatur. Wenn sich Luft erwärmt, wird sie nämlich leichter, deshalb steigt die erwärmte Luft auf. Wenn also die Sonne scheint, dann erwärmt sich die Luft um Jan herum. Die Luft über Jan wird leichter und steigt auf. Weil die leichter wird, verliert die Luftsäule über Jan an Gewicht. Jetzt lastet nur noch das Gewicht von 9 Autos auf Jan. Der Luftdruck nimmt also ab, beispielsweise von 1013 Hektopascal auf nur noch 990 Hektopascal. Dort, wo Jan steht, herrscht also ein geringerer Luftdruck. So ein Gebiet wie das, in dem Jan sich befindet, heißt Tiefdruckgebiet. Den Begriff habt ihr bestimmt schon mal beim Wetterbericht gehört. Jetzt wisst ihr auch, was das ist. Ihr fragt euch vielleicht, wenn es Tiefdruckgebiete gibt, dann gibt es doch bestimmt auch sowas wie Hochdruckgebiete, oder? Yep, die gibt es auch. Mit den Dingern geht's jetzt weiter. Das ist Tom. Auch über Tom befindet sich eine Luftsäule. Genau wie bei Jan lasten auf Tom bei 1013 Hektopascal Luftdruck 10 Autos. Aber bei Tom scheint die Sonne nicht. Tja, Pech gehabt, Tom. Stattdessen gelangt durch Luftverwirbelungen in der Atmosphäre eine Menge kalte Luft in die Luftsäule über Tom. Die kalte Luft ist schwerer als die wärmere Luft. Deshalb sinkt die kalte Luft ab. Weil die Luft schwerer ist, lastet nun ein höheres Gewicht auf Tom. Tom muss jetzt ein Gewicht von 11 Autos aushalten. Der Luftdruck hat sich also erhöht. Er liegt nicht mehr bei 1013 Hektopascal, sondern beispielsweise bei 1035 Hektopascal. So ein Gebiet mit erhöhtem Luftdruck heißt Hochdruckgebiet. Okay, jetzt habt ihr erfahren, was Tief- und Hochdruckgebiete sind. Aber was haben die Teile damit zu tun, dass Jans Mütze weggeweht ist? Naja, Tief- und Hochdruckgebiete wollen sich gegenseitig ausgleichen. Dazu wehen Luftmassen vom Hochdruckgebiet in das Tiefdruckgebiet. So entsteht Wind. Schauen wir das Ganze am Beispiel des Seewinds an der Küste an. Hier haben wir eine schöne Küstenlandschaft. Morgens scheint die Sonne schön aufs Land und das Meer. Die Luft wird größtenteils nicht direkt von der Sonne erwärmt. Die Sonne erwärmt erst die Landmasse und das Meer. Diese erwärmt dann die Luft. Landmasse erwärmt sich schneller als Wasser. Deshalb erwärmt sich die Luftmasse an Land auch schneller als die Luft über dem Meer. Weil sich die Luftmasse auf dem Land schneller erwärmt, dehnt sie sich aus, wird leichter und steigt auf. Die Luftsäule an Land wird also leichter. Es bildet sich ein Tiefdruckgebiet. Je weiter die warme Luft nach oben steigt, desto stärker kühlt sie ab. Das liegt daran, dass die Wärmequelle, also das Land, sich immer weiter entfernt. Die abgekühlte Luft wandert dann in Richtung Meer. Auf dem Meer sinkt die abgekühlte und dichtere, daher schwere Luft dann wieder ab. Es herrscht deshalb ein höherer Luftdruck als an Land. Hier haben wir also ein Hochdruckgebiet. Jetzt findet ein Ausgleich zwischen den Luftmassen auf dem Meer, also dem Hochdruckgebiet, und dem Tiefdruckgebiet an Land statt. Die Luft weht vom Meer in Richtung Landmasse. Das Ganze heißt dann Seewind. Diesen haben wir immer morgens, wenn die Sonne das Land erwärmt. Morgens weht der Wind an der Küste also immer vom Meer in Richtung Land. Okay, so ist das also mit dem Seewind. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was ihr euch jetzt merken solltet. Wie über Jan hier, steht über jedem von uns eine Luftsäule.
Die Luftsäule wiegt eine Menge. Dieses Gewicht drückt auf alles, was sich darunter befindet. Das ist der Luftdruck. Bei normalen Bedingungen beträgt der Luftdruck etwa 10 Tonnen pro Quadratmeter oder 1013 Hektopascal. Der Luftdruck ändert sich mit der Temperatur. Wird Luft erwärmt, nimmt der Luftdruck ab. Es bildet sich ein Tiefdruckgebiet. Kühlt Luft ab, erhöht sich der Luftdruck, es bildet sich ein Hochdruckgebiet. Wind ist dann Luft, die Druckunterschiede ausgleicht, indem die Luft vom Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet weht. Als Jan also aus der Haustür ging, ist er zwischen ein Hoch- und ein Tiefdruckgebiet geraten, die sich durch Luftströme ausgeglichen haben. Und deshalb hat er seine Cap verloren. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema oder anderen wissen wollt, dann geht jetzt auf unsere Lernplattform www.thesimpleclub.de und benutzt die Suchzeile. Ansonsten sage ich haut rein, Leute, wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich.